So erkennst du, dass du ein Freigeist bist. Ein Freigeist sollte eigentlich jeder Mensch sein dürfen. Die Gedanken sind frei, selbst dann, wenn alles andere um uns herum es nicht mehr ist. Trotzdem gibt es immer wieder Menschen, die nicht so recht in das vorgegebene Schema passen wollen. Sie sprengen alle Ketten gesellschaftlicher Konventionen und gehen ihren eigenen Weg. Nicht selten stoßen sie ihren Lieben damit vor den Kopf und enden als eigenbrötlerische Einsiedler, weil ihre Denkweise mit der zivilisierten Welt einfach nicht in Einklang zu bringen ist. Solche Menschen sind bewundernswert. Sie nehmen sehr viel auf sich, nur um sich selbst treu bleiben zu können. Doch so extrem müssen Freigeister gar nicht in Erscheinung treten. Einige schaffen es ganz gut, sich ihre innere Freiheit zu erhalten und trotzdem ein angepasstes Leben inmitten der Gesellschaft zu führen. Wir stellen dir in unserem heutigen Podcast 7 Anzeichen dafür vor, dass ein solcher Freigeist auch in dir schlummern könnte. Nummer 1. Die Wahrheit geht dir über alles. Es ehrt dich natürlich sehr, dass du dich der uneingeschränkten Wahrheitsfindung verpflichtet fühlst. Allerdings darfst du dich mit diesem Anspruch im Handgepäck nicht wundern, wenn du nicht bei allen Mitmenschen gut ankommst. Viele Leute sind es gar nicht mehr gewohnt, die Wahrheit zu suchen, zu hören oder gar auszusprechen. Sie antworten, indem sie den bequemsten Weg des geringsten Widerstandes wählen, und dieser liegt oft in der Grauzone zwischen Ausrede und Flunkerei. Wenn dir die Wahrheit über alles geht, steckt definitiv ein Freigeist in dir. Kaum jemand riskiert es, aus freien Stücken ins soziale Aus abgedrängt zu werden, weil die Gesellschaft Angst vor Menschen hat, die es mit Bravour verstehen, den Finger auf die Wunde zu legen. Solche Zeitgenossen machen sich häufig einen Namen als Enthüllungsreporter und Blogger oder gründen eigene Initiativen, die auf Missstände verschiedenster Art hinweisen sollen. Wir sollten den Hut vor diesen Leuten ziehen, denn das Leben, das sie gewählt haben, ist bei weitem kein einfaches. Sie bringen nämlich nicht nur sich ins Abseits oder mitunter sogar in Gefahr, sondern auch ihre Lieben. Ein Freigeist zu sein, bedeutet immer auch ein Stück weit Opfer bringen zu müssen. Nummer 2. Du lässt dich nicht versklaven. Egal, ob von der Konformität einer geregelten sozialen Lebensweise oder dem Arbeitsmarkt, den ungeschriebenen Gesetzen der Höflichkeit oder dem Konsumwahn, Freigeister lehnen alles ab, was ihnen Fesseln jeglicher Art aufzwingen könnte. Sie stellen schon als Kinder alles in Frage, was ihnen sinnlos erscheint. Im Erwachsenenleben entscheiden sie sich häufig für eine Alternative zum Leben im Hamsterrad. Sie erfinden die ökologische Landwirtschaft neu und beginnen ein Start-up, das mit ihren Vorstellungen von Arbeit und Geldverdienen vereinbar ist. Dem Konsumwahn schwören viele von ihnen vollends ab. Sie setzen auf Tauschbörsen und Sharing-Initiativen. Ein herkömmliches Angestelltenverhältnis aufrechtzuerhalten dürfte schwierig sein. Es gibt zu viele Normen und Vorschriften am Arbeitsplatz, die für sie nicht unbedingt Sinn ergeben. Freigeister folgen eher dem Grundsatz, lieber aufrecht sterben als auf Knien ein Leben in Unterdrückung führen. Das klingt für gesellschaftlich weichgespülte Ohren ziemlich extrem und grenzwertig, bringt ihre Sicht auf das Leben und die persönliche Freiheit aber perfekt auf den Punkt. Nummer 3. Du bist eine Träumerin oder ein echter Visionär. Viele großen Geister unserer Geschichte waren unangepasste Freigeister, wie sie heute im Geschichtsbuch stehen. Wer Großes in der Welt bewirken will, darf nicht immer den ausgetretenen Wegen folgen. Du träumst von einer besseren Welt? Glückwunsch! Dann spricht nichts dagegen, dich aufzumachen und sie nach deinen Wünschen zu gestalten. Wenn geniale Ideen in dir schlummern, musst du diesem Sirenenruf ebenfalls folgen. Es wird mühsam werden und du wirst vermutlich nicht nur einmal scheitern. Doch das Verfolgen eines Traumes war in der Geschichte der Menschheit noch nie verkehrt. Nummer 4. Du kannst Fake People nicht leiden. Fast scheint es, als ob deine feinen Antennen jedes Mal Alarm schlagen, sobald dir jemand ein X für ein U vormachen will. Jede noch so charmant oder raffiniert vorgebrachte Liste erkennst du im Handumdrehen.
Deine Intuition warnt dich vor falschen Menschen und solchen, die mit unlauteren Absichten in dein Leben spazieren. Der Freigeist in dir kann es nicht leiden, für dumm verkauft zu werden. Das Mindeste, das du von anderen erwartest, ist Authentizität und ein respektvoller Umgang auf Augenhöhe. Nummer 5. Herausforderungen sind genau dein Ding. Ja, auch diese Menschen zählen zu den Freigeistern unter uns. Sie lieben es, sich dem Unmöglichen zu stellen, vor allem dann, wenn alle anderen ihnen unbedingt weismachen möchten, dass es unmöglich ist. Ein Nein als Antwort lassen sie nicht gelten. Und je größer die Wahrscheinlichkeit des Scheiterns, desto höher ist ihr Grad an Motivation. Solche Entdecker und Pioniere sind dafür verantwortlich, dass es heutzutage praktisch keine weißen Flecken mehr auf der Landkarte gibt. Nummer 6. Du folgst deinem Herzen und sonst niemandem. Es gibt solche bewundernswerten Menschen, die niemals gegen ihre Überzeugung oder gegen ihr Gewissen handeln. Ihr Verstand hat die meiste Zeit über Pause, denn ihr Leben regiert nur eine Instanz, ihr Herz. Wenn du dich hier wiederfindest, zählst du zu den besonderen Freigeistern, die die Liebe in der Welt als viel zu kurz gekommen erachten. Für dich spielt es keine Rolle, wer oder was jemand ist, wie viel Ansehen, Geld oder Status eine Person genießt. Alles, was du über deine Umwelt wissen musst, sagt dir dein Herz. Nummer 7. Das Rebellische liegt dir im Blut. Einige Freigeister zelebrieren ihren unbändigen Wunsch nach einem Anderssein regelrecht. Oft wissen sie irgendwann schon gar nicht mehr, warum sie eigentlich gegen alles und jeden sind. Sie geben unumwunden zu, in keine Schublade passen und nirgendwo dazugehören zu wollen. Diese Einstellung sieht man ihnen meistens auch an. Sie lehnen alles ab, was aus gesellschaftlicher Sicht irgendwie angepasst oder sogenannt normal erscheinen könnte. Ihre Kleidung, ihr Styling und ihre Lebensweise sind alles andere als dem sozialverträglichen Mittelwert entsprechend. Solche Rebellen leben mitten unter uns. Sie sind häufig politisch engagiert, allerdings eher als Profidemonstranten und Hausbesetzer, nicht als schnöde Abgeordnete oder Funktionäre. Sie lehnen jede Form von Materialismus ab und sind irgendwann echte Lebenskünstler, von denen niemand so genau weiß, wie sie ihr Dasein eigentlich bestreiten. Wenn du dich hier wiedererkennst, wird dein Leben leider immer noch von Kampf geprägt sein. Wer ständig gegen den Strom schwimmen will, braucht einen langen Atem und starke Arme. Doch wahrscheinlich kannst du gar nicht anders und ein Leben im Schoße der Allgemeinheit würde dich ersticken. Unser heutiges Fazit: Freies Denken für alle. Streng genommen würden wir Menschen vermutlich immer noch in Höhlen leben und rohes Fleisch vertilgen, wenn es die Freigeister nicht gäbe. Wer weder den eigenen Tellerrand noch den Horizont als Grenze akzeptiert, kommt eben deutlich weiter im Leben. Von diesem Wagemut und diesem ungebremsten Wunsch nach einem Leben außerhalb jeglicher Komfortzone und gesellschaftlichen Norm werden die Freigeister angetrieben. Sie haben auch jedes Recht dazu. Der Schriftsteller und Philosoph Jean-Jacques Rousseau hielt dazu fest: Die Freiheit des Menschen besteht nicht darin, dass er tun kann, was er will, sondern dass er nicht tun muss, was er nicht will. Die Freigeister haben das verstanden und leben ihr Leben danach. Wenn dir unser heutiger Beitrag gefallen hat, dann gib uns gern einen Daumen nach oben